Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer Runde Control. Es freut mich, dass einige am Start geblieben sind und wirklich einige hier mit dabei geblieben sind und mir auch geschrieben haben. Danke an alle. Danke, danke, danke. Riesendanke. Es geht natürlich weiter, wenn ihr da am Start seid, Freunde. So, ich habe mal den Stich geholt, dass die Waffe ist mit einem Boni drauf von 34% Schaden beim Zielen. Die schaut nämlich so aus, nämlich extrem geil, nämlich so. Dann oben bleiben und dann, ja, haut die ordentlich rein. So, wir werden aber trotzdem auf die Dinge mal gehen. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil nämlich, ja, bin mir nicht sicher, bin ich die. Die ist schon geil. Ob ich die Uzi dann mitnehmen noch. Aber vielleicht können wir dann zwischendurch auch wechseln. Jetzt müssen wir uns kurz einmal hier sammeln und schauen, zum HV-Labor müssen wir. Ich glaube, da müssen wir dorthin. Müssen wir da geradeaus? Ich glaube, da müssen wir sogar geradeaus. Wo geht's hier hin? Zu irgendeinem Lift. Nein, da wollen wir jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen eh dahin. So, schauen wir mal. Ach so, wir waren ja schon. Ja, ja, ja. Wir müssen ja das Rätsel machen. Ah, ich weiß schon. Go, go, go. Ja, jetzt habe ich es verpeilt gerade. Ich wollte eigentlich bis dorthin. Und dort eigentlich schnell starten. Gut, eine Minute jetzt, die wird jetzt auch nicht ins Gewicht fallen. Grüß euch. So, genau, das war das mit den Karten. Alter, du hast es jetzt ernsthaft resettet. Du hast es ernsthaft jetzt resettet und ich habe keine Karte mehr. Ja, super. Naja, gut, die wissen wir noch. Die dann oben, glaube ich. So, das ist der Vierer. Wir schauen einmal hier. Der Vierer, der ist oben das sollte jetzt das sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Vierer oben ausgefüllt und einer damit rechts. Haben wir so einen mit schon? Sollte der sein, oder? Schauen wir mal darüber. Das sollte passen. Jo, das ist der Vierer. Mal schauen, ob das so funktioniert. Aber uns fehlt noch eine Karte, glaube ich, oder? Brauchen wir nicht fünf? Das war auf jeden Fall mal der Vierer. Aber so, was haben wir hier? Passt mal auf. Ah, ich schiebe überall was dabei. Das ist was? Der Fünfer. Es steht nicht überall was dabei. Moment. Ah, da ist noch eine Karte. Nice, die nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Was fangen wir mal beim 1er vielleicht an? Obwohl 1... 1. 1 radioaktiv. Da unten ist ein Pfeil rüber. Okay, aber 1 radioaktiv. Mal schauen, ob das... Warte mal, steht das hier auch? Einfach durchstrichen. Okay, 1 radioaktiv. Sollte stimmen, theoretisch. Noch laut meiner Theorie. So. Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. 2 ist das hier richtig. 2 ist ausgetauscht. Hier sollte nur der mittlere sein. Dieser Fußball oder so. Warte mal, schauen wir mal kurz rein. Das sollte der sein. Haben wir auch drinnen. Drinne, 3 soll es sein, nur das links in der Mitte, links mittig, sollte der sein. Und 5 bleibt dann immer die übrig. Hat das funktioniert? Probieren wir es mal. Ja. Macht sie was? Oh nice, das hat wirklich gestimmt, ich glaub's ja gar nicht. Ja nice.
Bin ich nach dem letzten Stream noch einmal in mich gegangen, weil da habe ich nicht so wirklich einen Plan gehabt, wo wir hin müssen. Aber jetzt eigentlich war es eh ganz einfach. Das Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Oh. Wir brauchen einen neuen Plan. Na logisch. Hallo? Achso, ich glaube, ihr redet noch weiter. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Schwarzsteinverarbeitung. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern. Du kannst mir das gleich erzählen, aber oder? Recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Alles klar. Gut. Ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Oh nice, nächste Stufe 4, geil. In der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Hallo? Böse. Das wäre echt virale, invasive Resonanzen. Ah, und dafür sind... Ach, sollte so sein, okay. Die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Alter Schwede, was ist denn da los? Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Was? Oh, ein Abschneider oder was? Ja, nice. Danke Ihnen. Ciao. Voll der Abschneider oder was? Chance. So, Missionen. Ja. So, was können wir nur bei F oder was dann? Ah gut, die Sammlerobjekte sind wir momentan einmal Rille. Sollen wir wirklich die Uzi lassen? So, Freunde, wir gehen mal weiter. Zack. Dieses Schmeißen. Schmettern darf ich nicht übersehen, dass ich das ja habe auch. Warum habe ich jetzt das ungute Gefühl, dass jetzt irgendwo Gegner kommen? So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wartung, zentrale Wartung. Ich glaube, wir gehen einfach mal zum Lift und schauen mal, bei Wartung sind wir. Wir sind ja hier bei der Psychologie, oder? Gibt es hier noch eine Vierertür jetzt oder irgendwas? Ich weiß es gerade nicht. Da müsste man wieder alles ablaufen. Sollte jetzt wer kommen, können wir dann zum Lift laufen und wieder... Das darf sich nicht irgendwo einzeichnen. Ich kann jetzt nicht alles ablaufen, Freunde. Das kann ich nicht machen. Ah, die können nicht zu uns. Ja, da kann da jetzt keiner spawnen, theoretisch. Ich halte es nicht aus. Haben wir hier irgendwo eine Vierertür gehabt? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh! Bin ich ein Vollidiot? Fallschaden! Ich schau... Oh, ist das peinlich. Scheiße. Ja, kostet doch nichts, glaube ich. Ist ja wurscht, aber der war... Der war es. Geil. Ja, achte auf die Umgebung, da steht sie. Alter Schwede. Warum sind sie jetzt hingeportet?
Eh gut, weil wir haben nämlich Fähigkeitenpunkte, genau. Ha. So, was extrem mächtig ist natürlich das Werfen. Das ist natürlich Schleudern. Schleudern, 75% noch mehr Schaden. Natürlich gegen die, was, glaube ich, fliegen, die weichen aus. Das ist, bringt uns nichts. Wir können ja Granaten-Ding auch zurückschmeißen. Das dürfen wir auch nicht übersehen. 5% verlängerte, das ist wurscht. Shield ist mir auch Rille. Was kommt denn da noch vielleicht? Psi brauche ich auch nicht. Energie ist jetzt nicht ganz so wichtig. 30% mehr Leben. Nö. Ich will mir ehrlich gesagt ausholen. Den Rest behalten wir uns mal auf. Der Herrat, was hast du für... Da ist doch nichts Neues, bin ich blöd, das gibt's ja nicht. So, pass auf, Wartung, genau, und wo müssen wir... Moment mal, wo müssen wir genau hin, weil da können wir uns gleich direkt hinbeamen noch einmal, warte mal. So. So wie die Schwarzsteinverarbeitung. Wartung, zentrale Wartung. Schnellreise, Wartung. SC-Kontrollraum vielleicht. Müssen wir zur Tante wieder zurück, zu der einen? Ich weiß nicht. Fahren wir mal dahin, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall mal in den Wartungssektor, das ist mal am wichtigsten. Marshall weiß etwas über Dylan. Aha. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HAV. Immer schauen, ob es eine Tür gibt, die wir noch nicht aufgemacht haben. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Hm, sind wir da richtig? Kannst du ihn schützen? So wie mich? Wenn dann links. Level 2 Tür, ne? Da waren wir definitiv schon drin. Zeig mal her, vielleicht müssen wir darauf. Komm Jesse. Sind wir da richtig? Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt links, oder? Nee, oder? Nee, oder? Ernsthaft jetzt? Und da ist der Lift. Ah, das hatten wir ja schon einmal, wo wir nicht reinkommen, sind in den Trainingsraum. Nein, oder jetzt? Vielleicht müssen wir da über den... Moment mal. Können wir es da aussuchen, mal hinfahren? Moment. NSC-Kontrollraum. Ist das das? Oder das untere? Das heißt ja nur die Skitoren. Ne, die bringen mir nichts. Alter, wieso lässt du mich hier nicht... Wahrscheinlich geht's dann hier wieder raus, wahrscheinlich, wenn wir da drin fertig sind. Scheiße. War da noch eine Tür? Ne. Verdammt noch einmal. Wo geht's hier hin? Moment, da schauen wir mal. Alter, ist das überblendet hier. Lego Mio. Was ist denn da los? So, dann haben wir gut schauen. Achso, da sind wir ja gekommen. Ja, super. Perfekt, perfekt. Speichern. Achso, Schnellreise. Moment mal, wo könnte man uns hinporteln? Na warte, wir gehen mal da raus. Da hinten. Da kommt nur der Lift, glaube ich. Ich glaube, da kommt nur der Lift. Da ist der Lift und wo geht's da hin?
Nö. Das ist auch nicht. Warte, dann beamen wir uns schnell. Ja, super. Das wäre eine Folge, wo ich suche. Das ist ja wieder sehr geil. Und zwar... hierher. Nee, warte mal. Wie sind wir in den behinderten Trainingsraum reinkommen? Da kommen wir einfach rüber. Wo war denn dieser Trainingsraum? Wo sind wir denn da reingegangen? Also da haben wir die hintere Tür jetzt, glaube ich, offen. Das kann nicht so schwer sein eigentlich. So. Wir müssen darüber. Oh. Hey, was war das für eine Taste? Ja, genau. Alter, das verbraucht die ganze Energie, oder was? Ja, na genau. Jetzt mal gleich die neue Waffe. Boah, du bist mal weg. So, Schild. Okay, den wir können auch übernehmen, macht aber nichts. Noch alles gut, noch alles gut. Aha, irgendwann... Alter, beide weg, oder was? Leckt mich am Arsch. Komm, übernehmen. Schickt ein bisschen Energie mit. Ah, voll ist auch nice. So, Schleudern haben wir ja voll. Das heißt, Schleudern sollte man schon ein bisschen öfters einnehmen. So, du stirbst dann einfach. Okay, brauchen wir auch nicht dafür schießen, natürlich. So, ja, da probieren wir es jetzt. Ja, da sind wir richtig, genau. So, ist da jetzt irgendein Raum? Vierer Raum, den wir noch nicht... Nö, da müssen wir jetzt nicht hin. Field Training, genau. Und da ist nur ein Lift, okay, perfekt. Gut, mit der können wir mal leben fürs Erste. Gibt's da jetzt einen Raum? Nö. Achso, warte mal. Geht's nicht irgendwo raus? Na, Moment, da geht's ja los. Nein, oder? Scheiße. Moment mal. Nee, da geht's hier raus. Da geht's nur rein eigentlich. Da hat's doch irgendeinen anderen Eingang noch gegeben. Ja, geil. Eine Zentrale war... Hä? Muss ich irgendwie nach unten? Ja, geil. Tut mir leid, Freunde, das kapiere ich gerade nicht. Oh! Okay, die Kugeln bringen gegen ein Schild. Aber so ist... Ja, jetzt bleibt die wieder hängen. Bringt nämlich überhaupt nichts. Oh, das ist eine Sphäre, oder was? Weiß nicht, was der kann, aber... Ja, ciao, Kumpel. Alter, oi. Haben wir die zerstört? Musik ist noch da.
Da haben wir mal Level 4 da hinten, das ist gut. Vielleicht da müssen wir, glaube ich, rein, oder? Kann das sein? Ja. Ich glaube, da müssen wir rein. Behördennachricht ist mir jetzt mal... Alter, irgendwas stimmt damit mit der Belichtung, aber sowas von überhaupt nicht. Alter Schwede, wenn das so hell. Haben wir da irgendwas mit Blumen oder so? Was war denn das? Globale Reflexionen. Schauen wir das mal aus. Spiegelungen. Das kann es ja auch nicht sein. Puh. Texturauflösungen, Filterschattenauflösungen, Mittel. Tja. Gute Frage, was das so hell macht. Das gibt's ja nicht. Haben wir Gelren? Ja, generell die Helligkeit kann es ja auch nicht sein. Helligkeit. Gehen wir da mal ein bisschen runter. Ob's das war? Hm. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe meine coole neue Waffe hier. Tut mir leid, Kumpel. Stich. Ah, das ist die Stich. Ja, genau. Wow. Alter, was war das? Musik aus? Ja, jetzt haben wir genau 22 Minuten schon. Ja, super. Und wir haben wieder gemeinsam ein bisschen herumgesucht. Wow! Loot, 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 Loot. Schleudereffizienz, da sind wir eigentlich eh schon ganz gut drauf. So, nehmen wir dich mal mit. So, machen wir noch das eine Minütchen plus jetzt, weil wir vorher so lange herumgegangen sind. Aber nicht über 30 und es geht, obwohl ich kann es eh über Nacht eigentlich. Warte mal, was ist immer das da? Ich würde mal behaupten, hier kommen wir nicht drüber. Schaut aber nice aus. Nehmen wir das mal raus. Mal darüber. Das ist jetzt da oben. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir müssen ja hier irgendwie weiter, oder? Nehme ich mal an. So, jetzt ist nur die Frage, bleibt das drinnen oder bleibt das nicht drinnen? Moment mal, wenn ich das jetzt rausnehme. Nein. Kann man die einfach voll lassen? Okay, keine Ahnung, was das da macht da unten. Ah! Das ist eine Tür, Moment. Schauen wir mal. Fuck. Wir müssen warten, bis die Anzeige kommt jetzt. Ja, genau. Füll dich auf. Nicht runterfallen. Der hat geklappt. Nein, in dem Moment geht's wieder weg. Nein. Komm her. Okay. Jetzt geht die Tür auf. Ja, nice. Genau so haben wir das vorgestellt. So, aber wie... Hört jetzt das hier auf zum Drehen? Das könnte der sein, oder? Geil. Wow. Vergiss nicht zum Drücken. Was haben wir hier? Moment, Freunde, ich muss die Helligkeit, noch eine Spur wieder noch weiter runter drehen. Ich glaube, ist 50 Standard, ich weiß nicht.
Ja, also ein bisschen angenehmer, glaube ich, oder? Ja. So, pass auf, bevor wir hier weitergehen, werden wir hier mal das Ocean View Modell schon wieder. Jetzt einfach mal, da müssen wir wieder dreimal ziehen, oder? Finster? Hell. Und dort, oder? Ja, yeah, nice. So, das checken wir noch schnell ab. Ah, oh, 25. Scheiße, ich hoffe, es geht schnell. Sind Sie offen? Wir hätten gerne Hallo? Ein Zimmer. Ich weiß nicht. Das Licht ist an. Es müsste offen sein. Wir hätten gerne ein Zimmer für heute Nacht. Ja, wird Hallo? Schwierig. Ich glaube, es ist keine so, müssen wir da irgendein kleines Rätsel lösen? Oder ich weiß es nicht genau. So, da geht einmal nichts. Haben wir da mal drauf. Das Einzige, was hier leuchtet. Ah, Moment, es ist gerade die Tür aufgegangen. Okay. Die nächste Tür. Okay. Ah, Moment mal. Ah, ich glaube, ich weiß, um was geht. Müssen wir vielleicht... Schaut das nicht gleich aus wie das drübere Zimmer? Da war doch auch... Da müssen wir nochmal drüben reinschauen. Ich hoffe, das geht nochmal auf. Jetzt sind beide offen. Ja, sehr geil. So, das... Mal schauen mal. Radio steht rechts, Stuhl steht hier draußen. Stuhl steht hier draußen, Radio steht nicht rechts. Nein! Zack. Was war... Ah, fuck. Ich muss schauen, was noch... Bild hängt schief. Was haben wir noch? Und hier alles rechts. Bild hängt gerade. Topf links. Okay. Zack. Oh, ich höre was. Was ist da jetzt? Also die Tür aufgegangen und das wird der Schlüssel. Ja, nice. Geil, kleines Mini-Rätsel. Ist ja auch alles gleich, ja. Sehr merkwürdig, aber gut. Passt. Was? Was ist gestanden? 227? 227, meine MX-Nummer, oder Freunde? Nein. Nö. Nö, 277 ist sie. 277, sorry, meine Motocross-Nummer. Nochmal? Ja, oder? Das müsste wieder irgendwo da hinten gewesen sein. Ja, genau. Das mit dem Dreieck wieder, genau. Das ist wieder gleich. So, nice. Was haben wir hier? Da stehen wir wieder drüben. Okay, wahrscheinlich wieder dreimal ziehen, nehme ich an. Zack. Einmal. Zwei. Und zurück. Das wird gespeichert. Sehr schön. Geh weiter zur Schwarzsteinverarbeitung. Ja, liebe Freunde, dann darf ich mich verabschieden. 28 Minuten. Ach du, liebe Neune. Alter Schwede, was ist denn da los mit der Belichtung? Was ist denn da los auf einmal? Das ist ja nicht normal, oder? Also, irgendwas stimmt mit Licht nicht. Ich muss mir das... Jesse schaut aus wie ein Alien. Jetzt geht's wieder, schau. Merkwürdig. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wo wir hier den letzten Speicherpunkt haben. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Da wird uns irgendwo dann hin verpflanzen. Da müssen wir da wieder hier durchgehen alles. Da müssen wir... Ja gut, das war jetzt nicht so dramatisch. Aber wo ist der letzte Speicherpunkt? Ich kann doch jetzt hier nicht noch weitergehen. Aber mit viel Glück kann man da unten rein. Aber ich... Kann man es jetzt nicht... Achso, wir sind hier wieder retour! Ah, da geht's rum... What the fuck? Hä? Bin ich jetzt gerade falsch runtergesprungen? Ich muss doch... Muss irgendwie hier rüber, oder? Das will ich jetzt nochmal ganz kurz kommen. Hab ich da irgendwas verpeilt gerade? Egal, Freunde.
Ich schaue mal jetzt mal weiter offline. Ich muss jetzt leider aufhören und hochladen. Ihr wisst, 4K, das wird sonst im Livestream wäre das jetzt Rille. Wird uns das Rahmen sprengen. Wir haben genau 30 Minuten und das ist eh schon mehr als genug. Ist das nicht der Gang darüber? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Nee, da ist sonst nichts. Okay. Ja, der Gang war doch vorher schon da. Was hat man das, was hat man das jetzt gebracht? Ja gut, Freunde. Dann sage ich trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir laufen mal hier rüber. Ich weiß nicht. Oder haben wir die... War die Brücke vorher schon da? Hm. Oder war das nur ein Gag da drüben im Hotel? Ich sag danke fürs Zuschauen. Ja, jetzt sind wir hier nämlich original in einem neuen Bereich. Da gibt es wieder einige Sachen. Okay. Wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte, dort finden wir ein Prisma. Ja gut, hierher werde ich dann vor der Aufnahme nächstes Mal auch nochmal rüberlaufen können. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Okay, das war nichts. Und da werden wir die ganzen Schriftstücke hier einsammeln. Da müssen wir irgendwas einschalten. Level 5 natürlich, logisch. Und für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Wir machen Schluss. Sorry, dass wir ein bisschen gesucht haben. Etwas lange, aber da war ich ein bisschen blind, aber wir haben es gefunden, wir haben es gefunden, wir haben es gefunden, wir kommen weiter, auch wenn es hin und wieder ein bisschen dauert. Ja, vielleicht kann ich es hier jetzt ganz kurz ankündigen, es wird bei mir höchstwahrscheinlich auch am 1. Oktober dann 1. oder 2. Ghost Recon Breakpoint geben, liebe Freunde. Ich hoffe, wir sind dann mit Jesse durch, das sind noch grob 2 Wochen, sollte sich, glaube ich, ausgehen, was ich so ungefähr gesehen habe von der Zeit her. Jo! Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jesse Faden. Bye. Gehen wir ins Licht. Control, liebe Freunde. Ciao, ciao.